Moin, moin, meine Freunde. Horizon 5 ist endlich da. Einige spielen schon, die Premium Edition haben. Die anderen sind bald dran. Ja, aber ein funktioniert nicht, bei den anderen spackt das auch wieder rum. Also, es gibt leider ein paar Launch-Probleme, aber so ist das halt heutzutage bei Spielen, habe ich das Gefühl. Auch Horizon 5 ist da nicht verschont geblieben. Der Multiplayer funktioniert noch nicht so ganz, aber ich denke mal, das wird sich bald noch beheben. Naja, heute geht es auf jeden Fall darum, wie macht ihr schnell Geld, EP und ja, levelt dementsprechend schnell, wenn ihr da einen kleinen Boost wollt oder benötigt oder Bock drauf habt, habe ich euch hier eine kleine Strecke gebaut. Die geht über den kompletten Highway und einen Abschnitt, den ihr driften könnt. Das ist am Anfang des Rennens, um einfach diese Runde zu machen, um auf die andere Seite des Highways zu kommen. Habe ich das so gemacht, da kann man dann driften, das gibt euch nochmal mehr Punkte. Das heißt, ihr bekommt Fähigkeitspunkte, womit ihr eure Autos boosten könnt. Auch noch obendrauf zu den EP, zu dem Geld. Und was will man mehr? Ja, das ist eine ziemlich simple Methode. Die Bots fahren, ihr könnt alles auf Maximalschwierigkeit stellen. Die Bots fahren ab und zu nämlich von der Brücke runter und so weiter. Ignoriert das einfach. Ihr müsst einfach nur auf der Autobahn durchziehen und diese Runden beenden. Und schon bekommt ihr einen saftigen Haufen EP. Ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Fahrzeug würde ich euch empfehlen, ist eigentlich auch im Willkommenspaket drin und so weiter. Der X5 Forza Edition. Ziemlich gestört ist der neue Evo meiner Meinung nach, aber naja. Tuning findet ihr in meinem Shop. Ich verlinke hier oder ich zeige euch hier auch nochmal den Freigabecode. Könnt ihr euch runterladen, damit habt ihr da auch keine Probleme. Der Ding ballert so schnell. Da spart ihr euch auch wenigstens die Zeit, anstatt da irgendwie eine halbe Stunde zu fahren. Na gut, okay. Ihr fahrt schon eine halbe Stunde bei 10 Runden. Eine Runde dauert so knapp 4 Minuten. Ich werde wohl in Kürze auch noch Strecken davon einstellen mit weniger Runden, falls ihr nur einen kleinen Boost haben wollt, 5 Runden und so weiter. Aber im Moment ist das Spiel halt so lost und meint, man muss selbst, um die Rundenanzahl zu ändern, einfach mal das ganze Event neu testen. Das ist einfach der größte Bullshit. Ich bin da so ausgerastet. Ich hoffe, die ändern das noch. Oder ich bin einfach nur doof und habe da irgendeine Option übersehen. Das wäre natürlich schön, aber naja. Ja, und mehr gibt es gar nicht zu sagen. Das war's an der Stelle. Wundert euch ja nur nicht über das Design. Das habe ich selbst gemacht. Das könnt ihr natürlich auch abchecken in meinem Shop, wenn ihr wollt. Einfach bei Designs Let's Play Onkel eingeben oder direkt über mein Profil in meinen Shop gehen. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Natürlich werden demnächst Videos zu Horizon 5 kommen. Story werde ich jetzt nicht unbedingt hochladen. Ne? Das machen wir alles live. Da seid ihr auch herzlich eingeladen mitzuspielen, auch wenn ihr Bock habt und so weiter. Wir sind immer live auf Twitch. Lasst da gerne ein Follow da. Schaut rein. Schreibt in den Chat. Macht einfach mit bei dieser geilen Community hier mit Horizon 5. Und ja, dann würde ich sagen, sehe ich euch auf Twitch oder im nächsten Video, hoffe ich. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch geholfen hat. Wie gesagt, ihr müsst das nicht tun, ne? Aber wenn ihr unbedingt wollt, es wird immer Leute geben, die boosten wollen. Warum nicht? Von mir aus. Hier ist eure Strecke. Also dann, auf Wiedersehen. Ach so, ein kleiner Tipp noch. Da das Spiel ja viele Bugs hat, auch hier könnte es einen Bug geben. Und zwar, wenn ihr das Rennen beendet habt, dann bleibt der Bildschirm irgendwie stehen und das wirkt wie gefreeze. Das Spiel an sich läuft noch weiter, aber es passiert nichts mehr. Ihr müsst einfach nur warten. Das kann manchmal ein paar Minuten dauern. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Konsolen länger dauert. Auf der Series X hat es irgendwie zwei, drei Minuten gedauert, bis es weiterging. Dann ist noch irgendein Fehler, irgendein Bug, den die drin haben. Die müssen halt eine Menge patchen. Nur damit ihr da keine Angst habt, dass ihr umsonst gefahren seid. Ne? Einfach warten, wenn es ein bisschen länger dauert, keine Ahnung. Checkt auf Twitch ab bei mir oder gucken Film. Naja gut, so lange dauert es nicht, aber macht irgendwas, es funktioniert auf jeden Fall. Ne?